Seit Wochen hängt dieses Banner an der Karstadt-Filiale am Hermannplatz. Der Investor Siegner wirbt für seinen Kaufhausneubau. Direkt daneben wird am Mittwochabend demonstriert. Viele Menschen in Neukölln und Kreuzberg fühlen sich von der Werbebotschaft nicht angesprochen. Sie wollen weder Siegner noch den Neubau hier haben. Wir lassen uns nicht von solchen Leuten erzählen, dass unser Platz nicht gut genug sei, dass sie bessere Ideen für unsere Kieze haben, dass sie von Quartiersentwicklung sprechen und dass sie uns sagen, was wir hier brauchen und was nicht. Der österreichische Immobilienkonzern Siegner will den aktuellen Bau abreißen und angelehnt an das Gebäude aus den 1920er Jahren neu bauen. Seit Monaten wird darüber gestritten. Der Senat will das Planungsrecht vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an sich ziehen. Grüne und linke Bezirkspolitiker und Politikerinnen lehnen das ab. Und für noch mehr Streit sorgt die Absichtserklärung, die der Senat und Siegner Anfang August unterzeichnet haben. Der Senat will Bauvorhaben des Konzerns unterstützen. Dafür sollen hunderte bedrohte Arbeitsplätze des Unternehmens Galeria Karstadt Kaufhof, das Siegner gehört, für wenige Jahre in Berlin gesichert werden. Kritiker und Kritikerinnen, auch von Grünen und Linken, sprechen von Erpressung. Ich denke, es ist sehr wichtig, Arbeitsplätze zu sichern, aber bitte dauerhaft und nicht für 3-4 Jahre, weil in 3 Jahren stehen wir wieder vor der genau gleichen Frage. Das kann ich eigentlich mit Sicherheit sagen. Es ist eigentlich nur eine Verschiebung des Problems. Und ich denke, es ist enorm problematisch, wenn wir als Verhandlungsmasse behandelt werden, wenn Arbeitsplätze ausgehandelt werden und dafür dann halt eben Verdrängungsängste ignoriert werden. Das führt zu Spaltungen in der Gesellschaft, das sollte die Politik nicht machen. Ich muss sagen, dass eben diese erste Augustwoche wirklich problematisch war, als dieser Deal am Montag angekündigt wurde, als ein paar Tage später das Syndikat geräumt wurde und wir einfach das Gefühl hatten, what? Also was macht denn diese Koalition eigentlich und wie behandelt sie eigentlich die Kieze und die Nachbarschaften und die Menschen, die sehr berechtigte Sorgen haben? Da wird über unsere Köpfe hinweg entschieden und genau das war auch der größte Eindruck auf diesem Stadtentwicklungsausschuss. Bereits am Vormittag war für mehrere Stunden der Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zusammengekommen. Siegner stellte seine Pläne vor und so plant der Konzern in den nächsten Jahren insgesamt mehrere Milliarden Euro am Alexanderplatz, Kudamm und am Hermannplatz zu investieren. Wobei das Bauvorhaben am Hermannplatz erst am Anfang steht. Trotz wachsender Kritik an den Plänen verteidigte Siegner-Vorstandsmitglied Timo Herzberg die Vorhaben. Wir leben Nachhaltigkeit nicht nur in ökologischer Hinsicht, auch sozial und natürlich wirtschaftlich sollen unsere Projekte langfristig funktionieren. Wir sind ein Bestandshalter, das heißt unsere Perspektive sind nicht der 10-Jahres Mietvertrag und dann wieder verkaufen, sondern 30, 50 und auch 70 Jahre sind der Horizont, in dem unsere Entwicklungen funktionieren müssen. Das geht einher mit verantwortungsvoller Stadtentwicklungspolitik. Wir verstehen uns als Partner der Kommunen und Städte. Diese Kooperation mit der Stadtgesellschaft zweifeln viele in Neukölln und in Kreuzberg aber an. Viele haben im Zuge des Karstadt-Neubaus auch Angst vor steigenden Mieten und Verdrängung. Auch deshalb haben 26 Initiativen am Mittwoch zu der Demonstration aufgerufen, darunter auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist die Politik, die vor einigen Jahren in Berlin üblich war, dass die Investoren machen können, was sie wollen, dass sie Druck auf Politik aufbauen. Das hatte sich ja etwas geändert und das ist ein Rückfall in alte Politik. Und dass die Menschen, die hier wohnen und auch ihre politische Vertretung in den Bezirken Neukölln und Kreuzberg übergangen werden und auf Senatsebene alles gemacht werden soll, ist kein gutes Zeichen für die Stadtentwicklungspolitik in Berlin. Die Initiativen fordern, dass das Bauprojekt auf Bezirksebene bleiben soll. Und so richten sich jetzt die Blicke aller Beteiligten auf den neuen Bausenator Sebastian Scheel. Um die Wogen etwas zu glätten, vor allem auch mit dem betroffenen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, sagte er in der Ausschusssitzung. Ich habe vor, sehr kurzfristig mit dem Bezirk Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg mich an einen Tisch zu setzen und die weiteren Schritte für dieses Masterplanverfahren zu besprechen. Ich glaube, wir werden dort miteinander sehr schnell abstimmen, wie wir in dieses Masterplanverfahren einsteigen und vor allen Dingen, wie wir die Partizipation dort organisieren. Und dann werden wir auch gemeinsam mit dem Investor die nächsten Schritte besprechen. Aber im Vordergrund muss, und das sage ich hier auch ganz deutlich, immer das Baurecht stehen, das BauGB.
mit seinen ganz klaren Aussagen, wer Herr des Verfahrens insofern ist. Das ist die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand bestimmt, wo, wann, wie Baurecht entsteht. Und das sollte in guter Kommunikation mit den potenziellen oder den Investoren dann auch stattfinden. Aber wir können uns nicht auf Geschäfte in irgendeiner Weise dort einlassen, weil da kommen wir in eine schwierige Situation. Die Absichtserklärung zwischen Senat und Siegner sorgt auch für Streit innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Allerdings ist bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nichts verbindlich entschieden.